Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Thunder Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. In der letzten Folge haben wir ja hier schon ein bisschen weiter gespielt. Aber ich habe weiter gespielt, allerdings habe ich hier auch zur Hälfte schon ein bisschen hier was gemacht. Ich würde aber sagen, wir machen hier einfach nochmal den Teil jetzt hier einfach nochmal. Also ich habe hier praktisch schon alles weggebaut und sowas, also habe ich schon alles gemacht, aber machen wir einfach nochmal und ja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Ja, auf jeden Fall. Was war das gerade für ein Sound? Was denkt ihr eigentlich, ob Deutschland gewinnt? Also wenn das Video rauskommt, ist tatsächlich schon... Nee, ist noch nicht das Deutschland-Spiel, glaube ich. Das Video kommt ja am Freitag. Also was ich hier gerade drehe, kommt ja am Freitag. Um 15 Uhr, das heißt... Mal sehen, wie es wird, ne, Leute? Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob Deutschland gegen Spanien gewinnt. In letzter Zeit haben die ja immer 1-1 gespielt gegen Spanien. Ob das morgen auch der Fall ist, weiß ich ja nicht, weil sie können ja nicht 1-1 spielen, weil es muss ja immer irgendeiner gewinnen. Aber ich fände es natürlich geil, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt. Und gerade, weil die hier spielen... Also in Deutschland spielen. Ja. Ich hoffe, da gewinnen die. Also wäre natürlich sehr geil, wenn die mal... Also wenn die diese EM hier aktuell gewinnen würden. Also das wäre wirklich... Das wäre einfach nur geil. Also wäre definitiv geil. Aber Spanien gönnen ist jetzt nicht so, tatsächlich. Nichts gegen die Spanier, sorry. Aber... Schon besser. Ich hasse Warteschlangen. Ja. Aber, Spanien hat er jetzt schon oft genug gewonnen, Alter. Oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Von daher, ich bin für Deutschland. Ich bin ja auch ein Deutscher. Also, warum sollte ich jetzt für Spanien sein? Wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Oh. So. Zack, zack, zack. So. Eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Ja, das denke ich auch. Okay, so, hier. So. Also rot ist X. So. Das blaue ist was? I, okay. So, und das ist, glaube ich, VII. Ja, war sogar richtig. Wartet kurz, Leute. Ich muss mal kurz hier was beantworten. Okay, so, weiter geht's. So, der Key. Um weiterzukommen. Komm, ob jetzt hier. Ja, ich bin hier drin. Was ist das für ein Geräusch eigentlich? Ist die Alarmanlage oder was? Ich sehe nicht, wer ich bin. Jetzt. Warte mal, brauche ich da auch einen Schlüssel? Ach, ich muss da durch. Bam. Yes. Oh,
Alles klar. Gut, hier kann ich nichts machen. So, einmal hier wieder alles abbauen natürlich. So, so, so. Bam. Was ist hier drin? Ah. Was ist hier drin? Noch rein. Oh geil, jetzt habe ich 45.000. Let's go. Dann bauen wir jetzt mal den Superbau hier, ne? Den Relogator. Interessanter Name auf jeden Fall. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Ich wollte den Laden gerade ausrauben. Entschuldige. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Nein. Und sowas nennt sich dann organisiertes Verbrechen. Der Arme. Mein Beileid an ihn. F in den Kommentaren. Leider nicht alles abgebaut. Goldene Steine. Die Geschichte fortsetzen natürlich, ja. Finde ich gut. Ja, komm, Speichervorgang, let's go. Zentrum sind wir jetzt. Ich hab den Smaragd. Gute Arbeit, Chasey. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Danke, Winnie. Alles klar. Let's go, wir fahren. Wie ich die einfach wegramme mit den Dingern. Okay. Jo, was kommen die denn damit an? Sorry. Ah. Das gibt mir Sicherheit, mehr Beul. So. Aua. Oh. Das piesel ich doch mal jetzt, blödes Polizeiding. Okay. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren tatsächlich. Sind wir jetzt endlich mal weg von dem? Der ist einfach gegen mein Düsendings geflogen. Jo. Einmal kommt da so ein LKW-Dingen. Weil wir sind 20 km/h schnell oder so. Oh, ich habe gebremst. Gerade in den LKW reingefahren. Geil. Ist. Ich habe nur noch 2 Herzen. Yeah. Geschafft. Bitte sehr, ein wahnwitzig großer Smaragd, wie bestellt. Gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. Alles klar, er wollte erstmal weiter ausrauben oder was?
McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Um in Vinnie Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück sind einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Okay. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat? Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. Ja. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Ja. Let's go. Hey. Bam. 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 Ich bretter hier durch jedes Fahrzeug, Alter. Ja, gut, außer dadurch. Aus dem Weg. Meine Schuld. So. Warte. Jo, was war das gerade für ein kleines Auto? Junge, das Auto war ja mega klein. Alles klar. Okay, ich bin da. Rein hier. Was? Ach so, ich habe jetzt die Kamera. Bevor ich die Fotos mache, informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die Nudelbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Mhm. Wie groß es wohl ist. Ja, Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hey! Lasst gerne liken, Abo und Kommentar da. Schaut also nehmt auf meinem Discord-Server vorbei, das in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit keiner mehr verpasst. Habt noch einen Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.